Are you ready? So, neue Karte, sondern neues Glück. Hey Leute, willkommen zu einem Video zu Oni mit den tollen Personen hier. Oh, moin. Let's get. Ja, wie immer mit Karten, Alter. Man kennt es. Okay. Ich habe noch nie geklaut. Ah, Leute, wenn man das gemacht hat, dann... ich hab auch nie geklaut, warum nehme ich die Karte? Naja, auf jeden Fall, wenn man das gemacht hat, dann muss man trinken. Als kleines Kind habe ich mir aus dem Rollwald eine Puppe geklaut. Da war ich, glaube ich, 5 und da wusste ich nicht, dass es klaut. Dieser Bube, Rabau. Da muss man die Polizei machen. Da wusste ich nicht, dass... Meine Mutter hat das sogar gesehen, aber das ist nee, komm, lass ihn machen. Ein Straftäter. Polizei Saarland. Sie wissen Bescheid. Ich habe noch nie so viel gesoffen, dass ich kotzen musste. Nein, hab ich nicht. Boah. Musst du auf den Verlass. Deswegen kann ich die Frage auch nehmen. Ja. Aber Leute, trinken ist nicht gut. Also mach das. Ja, deswegen einfach weitermachen. Nein. Einfach trinken. Also heute? Erst recht, wenn ihr noch so jünger seid, lass es erst recht sein. Ich habe noch nie gedacht, dass ich nicht gut genug für meine Familie bin. Was? Echt? Ja, hab ich nie gedacht. Ich habe noch nie Schule geschwänzt. Was mach ich denn gerade? Was? Für die Gamescom. Du? Same, ach, auf, ja, die Gamescom jetzt. Ach, ich bin richtig krank. Boah. Ich habe noch nie meinen Bruder, Schwester geärgert. Ja, da kann ich stundenlang von erzählen. Ich habe noch nie mit Sarah geflirtet. Haben wir noch nie? Ich habe mit dir schon geflirtet. Oh, haben wir alle, hä? Sarah, du mit dir auch, ne? Vom Spiegel so, hi. Ah, hey, Süße. Immer wenn ich Selfies mache, küsse ich mein Handy. Oh. Ich habe noch nie einen Jungen geküsst. Ah, jetzt kommt raus. Ja, und ich hab's jetzt schon krass. Leute, hier kommen die Geheimnisse raus. Also, auf die Wange, ja, auf die Lippe, nein. Echt? Hey, Wange! Gamescom. Ja, aber... auf die Lippen, nein. Oh. Ich auch nicht. Viele. Okay, soweit ist es nicht gekommen. Ich habe noch nie eine Freundin um ihren Freund beneidet. Was? Nein, nein, das ist doch nicht. Nee, ja, ich hab aber den euch, habt ihr schon mal einen Freund von euch beneidet, wer so eine geile Freundin hat? Nein. Ich war erst ich so. Ich hab keine Ahnung, wer mit wem bei uns zusammen ist. Ich weiß nicht. Doch, schon, doch. Ich hab noch nie an einer Bushaltestelle geschlafen. Ich fahre nicht mit Bus. Täglich. Das sind ja die Straßen. Immer nach ein paar Jahren. Okay. Ich hatte auch diese 3 Sitze gesetzt und. Ja. Nein. Ich hab noch nie einen Jungen angemacht. Also, da muss getrunken werden. Lorena ist mein Boy. Bist du ja, dumm? Mann. Ja, du vielleicht. Ja. Ich habe noch nie jemanden gestalkt. Oh. Oh. Also da bin ich die Beste drin. Ne? Ich bin dann der Zweitbeste. Ja, meine beste Freundin, falls sie mal irgendwas wissen muss. Ich kenne die Person so null. Ich schreibe sie mir so den Namen und ich finde das für sie raus. Ja, ich bin da echt voll gut drin. Also Leute, wenn ihr mal irgendwie Hilfe braucht, schreibt mich an. Oh, Hilfe beim Stalken. Und wenn Sarah keine Zeit hat, könnt ihr auch zu mir kommen. Ja. Nur 10 Euro die Stunde. Ja, jetzt musst du sagen, bei dir nur 9 Euro die Stunde. Nur 9 Euro die Stunde? Bei mir ist es safe. Das ist also bei mir ist es umsonst. Nein, okay. Ich scam euch nur. Okay. Ich hab noch nie den Gangnam Style getanzt. Ich hab das wie gehasst. Ich tanze das jetzt nicht mehr, sonst hab ich das ja doch schon gemacht. Ich bin halt immer in der Tanzschule, da war das. Mach mal, zeig Paul mal, was das ist. Wie geht das? Mach mal vor. Nein, ich quitsch nur die Handbewegung. Hör ja, es auch kaum, Bruder. Lass so raus. Aber nicht deswegen. So zwischendurch, ne? Ja. Ich hab noch nie einen Toffifee bis zur Nuss gelutscht. Ich esse keinen Toffifee, mag ich nicht. Ich hasse das auch. Nee, das ist auch locker. Oh, von Max, ich hab noch nie Capri-Sonne getrunken. Soll! Ich hab noch nie Capri-Sonne.
kurze Werbung hier. Capri Sonne. Kaufst du jetzt die Produkte? Jetzt heißt es ja Capri Coca-Cola. Leute, sie wollten international gehen und deswegen heißt es jetzt Capri Sonne. Das Wort wird gebannt. Ja, Leute, wer ist dafür, dass Jurena nie wieder Paul hat es selber auch gerade gesagt. Ja. Nein, ich habe gesagt, das war was anderes. Leute, ich bin trotzdem für Capri Sonne. Eine sehr wichtige Frage von Stefan. Ich habe mir noch nie Sex mit einer Person aus der Gruppe vorgestellt. Oder nackt. Ja, aus dieser Gruppe. Ich stelle mir mal Paul nackt vor. Ich finde es doch ehrlich sein, weil Elis Blick war sehr. Ja. Sehr! Ele! Komm, greif zu! Ja, wenn man sich die Nacht vorstellt, muss man auch schon trinken, ne? Fuck! Eigentlich macht's ja jeder jetzt. Eigentlich müsste jeder trinken. Ja, stimmt auch. Ich hab noch nie einen Freund gekorbt. Im Real Life stand so. Wie jetzt gekorbt? Ja. Ein Freund von dir. Er wollte schwul sein und. Er hat halt Freundin in eurem Fall, Mann. Achso. Nee. Das hatten wir aber schon, ne? Ja, ich weiß, aber die Frage hat Ede gestellt, deswegen. Ey, warst du ein richtiger Selfdiss von ihm? Und eine Frage Schlau. Von Edes Schwester, die hatten wir auch schon. Ich habe noch nie geraucht, aber hatten wir ja schon. Und was geraucht? Marihuana. Egal, Amelie, ich grüße dich trotzdem, aber deine Fragen kamen schon drin vor. Ich habe noch nie in der Öffentlichkeit gefurzt. Klar, vorher ruhig mal so eine Kuh. Auch leise pupsen. Den wurde angemacht. Wie? Erzähl mal von den Arten. Nein, ah, nein. Du kannst immer leise pupsen. 10 Arten von Pupsen. Ja, Video kommt. Sagt man ja. Paul sagt, es gibt immer. Hört mir das sonst. Es gibt zwei Arten. Ich weiß, Mission failed. Was war es immer für eine Diskussion da? Okay. Nein. Egal. Paul hat mir erklärt, es gibt zwei Arten von Furz. Einmal der stille Tod und einmal ja, der stille Tod. Der stille Tod und das andere. Den hörst du nicht, aber der kommt. Das ist aber wirklich extrem. Und der andere? Die Kettensäge. Das hörst du wie sonst was. Kettensäge. Oh mein Gott. Aber den riecht man nicht. Das hat er mir geschrieben. Ja. Screenshot. Wird hier einmal eingeblendet. Okay. Ey, nach dem Video gehe ich nie wieder zur Schule. Okay, noch zwei Fragen. Einmal von Lukas, dem süßen Boy. Ich habe noch nie in der Schule in die Hosen gemacht. Doch. Hm? Nee. Ja, das ist meine erste Grundschule. Klasse. Natürlich, Alter. Sogar da nicht. Da hatte ich aber zum Glück einen langen Mantel. Hier jetzt ein Bild. Spaß. Meinst du, die sind der Mantel? Okay, letzte Frage von Jojo. Ich habe noch nie einen Hentai geschaut. Oh, habe ich tatsächlich noch nie. Aber du hast halt einen gemalt. Und dich ja dann schon, ne? Da hast du ja geschaut, ne? Leute, wie findet ihr den Namen Hentai Rena? Schon cringe, oder? Stimmt. Nein, stimmt mal. Ist absolut. Ich cringe, voll viele haben gesagt, der ist voll geil. Und ich finde den auch catchy. Und ich muss sagen, Hentai Rena ist ein Weeaboo. Also Weeaboo-Name, aber er ist ein kreativer Weeaboo-Name, also appreciate ich das. Sarah, sei still. Sag nichts dazu. Also meine Meinung dazu ist... Sag nichts! Leute, stell euch einfach mal vor. Also, es gibt eine Meinungsfreiheit in Deutschland, also bitte. Ruhig zu sein. Guckt euch mal dieses Mädchen an, die ist erst 16 und dann guckt einfach Hentai. Ich guck keine Hentai, ich hab einmal gesehen. Ja, siehst du. Ja trotzdem welche geguckt. Aber ist auch Hentai Rena. Und du heißt Hentai Rena. Ja, ich nenne mich doch auch nicht Pornostar, obwohl ich keine Pornos gucke. Sag doch nicht gegen meinen Twitter-Namen, Mann. Ich finde den cool. Vor allem gerade, weil ich keine Hentai schaue, ist das auch lustig, weil ich ein Weed bin und mich darüber lustig mache. Ja, auf jeden Fall, Leute, war das die letzte Frage. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht geguckt habt, dann guckt euch den an. Lasst ein Like da. Bis nächstes Mal. Rein. Tschüss. Oh. Es geht! Ich hab meinen Einsatz fast verpasst. Ja. Tja, ich hab erst gewunken. Fast. Tschüss! Leute, sag ich mal gerne. Ich trau mich, das ist mein allererster Teil. Leute, das war's dann mit dem Video. Tschüss! Das war cringe. Das war drin. Been through some injuries, mentally and physically, studied them religiously, so I don't repeat.